Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen Haul. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe meinen Schreibtisch ein bisschen hier vollgepackt mit Klamotten und Sachen, also nicht Kleidung, aber mit Produkten, die ich sowohl zugeschickt bekommen habe, als auch mir selber gekauft habe, als auch durch eine Beautybox bestellt habe und ja, das möchte ich euch einfach mal zeigen. Für ein Produkt bin ich eben extra nochmal auf der Toilette gewesen. Tatsächlich, weil ich das ansonsten nicht hier verwenden könnte, euch zeigen könnte, in Einsatz zeigen könnte. Wer mir auf Insta folgt, AiduIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter heiße ich da, weiß, wovon ich rede. Was habe ich denn hier alles? Ich habe hier vorwiegend Beauty natürlich und ansonsten ein bisschen Lifestyle, ein bisschen Bücher natürlich mal wieder, ne? Und ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen vor allem Beauty, Leute. Okay, in welcher Box warst du denn drin? War das die? In der InStyle-Box, Mensch, ich habe gerade einen leichten Hänger gehabt, Leute, tut mir leid. Hatten wir einen Gutschein drin für diesen Dermaroller, den habe ich mir bestellt. Das war ein bisschen witzig, ich wurde auch von einigen von euch angeschrieben. Man hat sich den halt in den Warenkorb gelegt und wollte die Zahlung abschließen und dann ging das nicht. Also die Seite hat sich dann einfach wieder aktualisiert und du standest dann wieder in der Zahlungsgeschichte. Im Hintergrund hast du aber eine E-Mail bekommen, dass das akzeptiert ist, ne? Dass es dann rausgeschickt wird. Ich habe das Ganze ungefähr 10-mal probiert und habe auch 10-mal eine Bestätigungs-E-Mail bekommen, aber am Ende natürlich auch nur einen Roller, was auch vollkommen richtig war. Genau. Den gab es halt mit dabei, der HC902. Ich habe da Angst vor, ne? Wir haben auch eine Maske mit dabei gehabt. Hier haben wir dann auch nochmal einen 10% Rabattcode, falls man da nochmal bestellen möchte, mit dabei. Mito Farm heißt die Firma, wo ich das dann quasi dann ja bekommen habe, weil da alles auch in der Box, in dem Heftchen, wo drin steht, was drin ist, verlinkt. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber Leute, falls einer von euch schon mal einen Dermaroller verwendet hat, den hier oder irgendeinen anderen und da irgendwas zu sagen kann, schreibt das gerne unten in die Kommentare, ob ihr das empfehlen könnt oder eben nicht. Ich habe da Angst vor, wie gesagt, aber naja, der ist jetzt hier eingezogen. Dann habe ich ein Paket bekommen von einer lieben Sophie. Die hatte mich nämlich angeschrieben. Auf jeden Fall hat sie mich gefragt, ob sie mir ein kleines Päckchen packen kann, denn sie arbeitet bei Mary Kay. Und da habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ich war damals bei einer Freundin auf einer Mary Kay Party. Also das ist halt so ein bisschen wie halt auch Tupperware, also dass man halt quasi so Partys veranstalten kann, dann kommt die Veranstalterin zu einem nach Hause und bei diesen Partys konnte ich dann auch ein paar Produkte testen. Das war aber noch lange vor meiner YouTube-Zeit. Das heißt, ich habe mich noch nicht so mit den Produkten beschäftigt und ne, ich habe da aber einen Concealer ausprobiert, meine ich, oder eine Foundation, das weiß ich gar nicht, die ich mega geil fand. Und ich weiß gar nicht, ob ich mir die damals gekauft habe, aber auf jeden Fall ist mir das auch so im Hinterkopf geblieben. Also ich verbinde Positives mit der Marke und da hat sie mir ein kleines Päckchen gepackt und das wollte ich mit euch zusammen auspacken. Fand ich ziemlich cool. Mary Kay. Liebe Claudi, hier ist dein Mary Kay Päckchen. Ich habe dir eine bunte Mischung meiner Lieblinge zusammengestellt. Viel Freude beim Testen. Ich bin total gespannt auf dein Feedback. Liebe Grüße, Sophie. Vielen, vielen Dank. In rosa übrigens geschrieben. Und da hat sie... Oh, ich müsste Sammy gleich mal reinholen, aber der mag das eine, was ich euch gleich zeige, gar nicht. Deswegen, vielleicht später. Mal gucken. Da hat sie mir... Also, das ist ja der Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Das ist alles so schön beschrieben. Das finde ich ja süß. You inspire me. Mary Kay. Ja, und das werde ich natürlich mit euch auch zusammen testen. Ich habe ja auch Produkte von der lieben Lea bekommen. Vielleicht kann ich das auch in Kombination mal zusammen testen. Und ich habe ja auch vor, ein Fullface-Proben zu schminken. Vielleicht sind ja auch Proben mit bei, die ich dann verwenden kann. Die hat mir zu allem was. Alter, teste dich ruhig mal durch die neuen Lipglosse. Nicht klebrig, Applikator für perfektes Auftragen bei der Full-Size-Größe. Das sind hier die Proben. Zum Patent angemeldete Technologie für Hochglanz und viel Feuchtigkeit. Leck mich fett. Guckt euch das mal an, wie viele das sind, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Das finde ich geil. Ich liebe Lipglosse. Da steht übrigens ihr Kontakt drauf. Sophie Wölkering. Finde ich ja cool. Selbstständige Schönheitskonsultant mit Mary Kay. Finde ich cool. Ich frage sie auch mal, ob sie irgendeine Homepage hat oder so, was ich euch verlinken kann. Das finde ich süß. Einfach so. Joghurette. Nom.
Im Sommer mag ich die tatsächlich wohl ganz gerne. Eigentlich mag ich nicht so gerne Schokolade mit Früchten. Ich habe keine Ahnung warum. Aber das wird auf jeden Fall dann kalt gestellt. Alter, ist hier viel drin. Du bist ja verrückt. Sammy soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Da hat sie mir von Vitakraft einen Beefstick reingepackt. Das ist so ein bisschen wie ein Hundebeefy halt, ne? Richtig cool. Dankeschön. Aber der ist halt gerade leider bei Herrchen. Das tut mir leid. Alter, ein Kompliment für dich. Du bist eine unglaublich sympathische Frau. Oh Mann, das ist so ein Säckchen. Und da haben wir, oh Mann, eine Maske mit drin und Tee. Geil, Tee und ich, wir sind große Freunde. Das ist zweimal die Deep Cleansing Charcoal Mask, also die Aktivkohlemaske. Das können wir mal zusammen ausprobieren. Und Sweet Kiss, zweimal der Tee. Oh, lecker, mit Kirsche, ne? Positivity ist Superpower. Okay. Wahnsinn. Aufwendige Augen-Make-ups, auch wasserfest, lassen sich hiermit sanft entfernen. Gut schütteln. 1 Euro Größe. 1 Euro. Ach, 1 Euro Größe. Mhm. Von der Größe her. Auf ein Wattepad geben. Wattepad auf das Auge geschlossen. Natürlich. Circa 3 bis 5 Sekunden aufdrücken und wirken lassen. Ja, so verwende ich eigentlich auch immer Augen-Make-up-Entferner. Dann in streichenden Bewegungen Augen-Make-up entfernen. Geil. Ey, ich glaube, die ganzen Produkte, das lasse ich auch dran. Ne? Ich will es aber trotzdem euch zeigen. Ey, du bist ja wahnsinnig. Das finde ich ja cool. Ich glaube, meine Freundin, hier steht auch wieder ihre Kontaktmöglichkeit drauf, meine Freundin hat damals auch immer diesen Augen-Make-up-Entferner bestellt, wenn wir diese Mary Kay-Partys halt hatten, ne? Voll geil, ist das mit Rose? Ölfreier Augen-Make-up-Entferner. Oil-free Make-up-Remover. Für trockene bis fettige Haut, ja, im Prinzip für alles, ne? Das ist ja geil. Dankeschön. Das ist ja echt, also... Habe ich nicht mit gerechnet, dass du hier auch Full-Size oder sowas mit reinpackst, ne? Und dieses Lippenstiftsortiment und so. Ich bin echt baff. So, was haben wir hier? Ach so, mit diesen Kärtchen. Du bist großartig. Meine persönliche Lieblingsmascara. Oh, Baby, ich bin gespannt, wie du sie findest. Eine Mascara. Oh. Lash Love Mascara. Wimperntusche. Oh, geil. Clean Definition, das ist bestimmt ein Gummibürstchen, ne? Das ist so geil. Und über hier auch ihre, also ich frage sie, ja, ich halte jetzt hier eh in die Kamera, ne? Ich schreibe euch die ganzen Kontaktmöglichkeiten, die ich so habe, unten rein. Jau, das ist ein Gummibürstchen. Das sieht echt vielversprechend aus, also sieht nach Definition und Länge nach meinem Verständnis aus. Hier riecht noch Mascara. Das ist ja cool. Ja, und die haben es jetzt auch alle einfach mega schwer durch Corona, ne? Da kannst du ja keine Partys machen. Also diese, ja, Veranstaltung. Und da sind die natürlich dann auch darauf angewiesen, dass man jetzt die Mund-zu-Mund-Propaganda nutzt, dass man da gegebenenfalls halt vielleicht eine Bestellung per Handy, per E-Mail, per Instagram oder wie auch immer aufgibt. Deswegen, das finde ich eigentlich echt dann schön, wenn ich sie hier unterstützen kann, weil sie ist auch länger schon eine Zuschauerin von mir und natürlich, da unterstütze ich liebend gerne Leute, ne? Also da bin ich gerne mit dabei. Was haben wir hier? Mein Favorit für Foundation, der auch nicht viel Produkt aufsaugt. Ach, schön. Das ist ein Pinsel. Oh, ich liebe Pinsel. Ich bin ein Freak. Ich mag Pinsel sehr gerne. Oh, ist der schön. Der erinnert mich sehr von seiner Form an den von Tara von Tamtam Beauty. Da hat die ja auch so ein, so ein Pinsel, den du auch für so vieles verwenden kannst, ne? Sehr ähnlich von der Form her. Das ist ja cool. Oh, und der fühlt sich gut an. Das ist ein abgeschrägter Foundation Buffer. Geil. Mary Kay, Selbsttestbewusstsein. Nein, Selbstbewusstsein steht dir gut. Und da ist so ein kleines Set drin. Oh Mann, ich will das alles gar nicht aufmachen, weil du das so schön eingepackt hast, ne? Ich kriege das auch gar nicht auf. So, einmal das Kärtchen. Unser Set für Samtpfötchen. Für die Hände wahrscheinlich. Für Hände und Füße. Okay, erstmal. Oh, wie süß. Das ist... Nee, ich will das jetzt in der richtigen Reihenfolge euch auch zeigen. Erstmal der Softener. Protecting Softener. Das ist dieses schützende Creme. Erdnussgroße Menge in die Hände massieren, nicht abwaschen. Okay, dann kommt das
Peeling. Da. Das ist das Satin Smoothie Refining Shea Scrub. Verfeinerndes Shea Peeling. Das ist dieses hier. Eine 1 Euro große Menge in die Hände einmassieren. Dann die Hände waschen ohne Seife. Und dann kommt die nährende oder pflegende Shea Creme. Das ist die hier. Erdnussgroße Menge in die Hände einmassieren. Fertig. 1 bis 2 Mal pro Woche. Und das riecht mega geil. Wahnsinn. Okay, das wird ausgetestet. Definitiv. Denn meine Hände brauchen Liebe. Sie brauchen Pflege. Ich arbeite viel mit meinen Händen. Und jetzt kommt auch nächste Woche. Also ich drehe am 27.03. Leute. Ne? Das Video kommt ein bisschen später online als heute. Kann ich gut gebrauchen. Weil nächste Woche soll hier bei uns bis 22 Grad werden. Und dann gehe ich safe in den Garten. Deswegen. Mega. Falls dir eines oder mehrere der Produkte so gut gefallen, dass du sie nachkaufen möchtest. Die hat mir hier einen Gutschein über 15 Euro mit reingepackt. Danke. Einzulösen auf deine Lieblingsprodukte bei deiner individuellen Beauty-Stunde, persönlich oder online. Ja, da steht eine E-Mail-Adresse mit dabei, die packe ich euch in die Infobox mit rein. Und hier sehen wir dann auch einmal, ach, oh Gott, das ist ja, ne? Seht ihr dann auch die Sophie einmal? So schaut sie aus. Die sieht richtig hübsch aus. Die ist echt süß. Oh, Sophie. Ma. Crazy. Wenn du beginnst, an dich selbst zu glauben, entsteht Magie. Und diese Kärtchen da drauf, das ist mit so viel Liebe gemacht. Ey, danke. Mein alltäglicher Begleiter ist unser Wunderset. Es besteht aus 4 Produkten für eine Anti-Aging-Pflegeroutine. Für empfindliche Haut geeignet. Habe ich. Öl- und parfümfrei, sehr gut. Nicht komedogen, dankeschön. Poren werden nicht verstopft, das ist sehr gut. Basiert auf einem dreidimensionalen Ansatz und komplex. Okay, und das ist dann das, was habe ich hier? Age Minimize 3D 4-in-1 Cleanser, dann die Tagescreme, dann die Nachtcreme und die Augencreme. Das ist das Set, da hat sie mir die Pröbchen mit beigepackt, richtig cool. Und das hier scheint dann das dazugehörige Begleitheft zu sein, wo alle Produkte nochmal drin beschrieben sind. Das finde ich sehr nice. Ja, das wird dann auch mal ausprobiert, ne? Teste ich mich sehr, sehr gerne durch. Und dann hat sie mir hier noch die Winter- und Frühjahr-Kollektion für 2021 mit reingepackt. Das finde ich echt cool. Da kann ich mir dann echt mal was raussuchen. Vielleicht finde ich da auch tatsächlich dann die Foundation, die ich damals, oder den Concealer, ich weiß das gar nicht, was war das damals? Muss ich meine Freundin nochmal fragen, ob die sich dran erinnern kann, oder meine Freundinnen, da waren wir mit mehreren, mega cool. Das, ja genau, wow, Monsieur nebenan sagt wow. Das passte gerade. Oh Mann. Also, vielen, vielen Dank, liebe Sophie, das ist mega. Und falls euch irgendwas von Mary Kay interessiert, ich sehe das auch bei manchen, die Produkte auch gerne mal so, ne, in Anwendung haben und so und da auch was zu der dekorativen Kosmetik in ihrer Schminksammlung zum Beispiel sagen. Genau, falls euch da was interessiert, schaut auf jeden Fall dann oder schreibt der lieben Sophie einfach eine E-Mail und tretet da gerne mit ihr in Kontakt. Ich glaube da, das ist so eine kleine, ne, kleine Unternehmen unterstützen und wie auch immer, zu Corona-Geschichten. Okay, ich bin ein bisschen geflasht, ich muss mich abreagieren, ich habe mir etwas gekauft. Ne? Wie gesagt, ihr kennt das. Ich bin ein verrückter Mensch, ja. Ich bin eigentlich ein Steiftier und ein Faultier. Wirklich. Und ich habe mir gedacht, so ein Hula-Hoop-Reifen wäre nicht verkehrt. Habe mir dann einen bestellt, der nicht ankam. Und das Geld habe ich bis heute leider nicht erstattet bekommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber der hier ist angekommen. Den habe ich selber zusammengebaut. Und, ja gut, das ist noch original verpackt. Ein Springseil war auch mit dabei. Yay. Habe ich aber noch nicht verwendet. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich das verwenden werde. Aber den Reifen, und deswegen ist Sammy auch nicht mit im Raum, weil der den, also der findet den merkwürdig. Ja, das ist halt dieser Reifen und da konnte man die einzelnen Elemente zusammenstecken. Das ist ein ziemlich cooles System, weil das klickt so ineinander. Ne? Und dann, das ist auch richtig fest, das geht nicht auseinander. Ich möchte den euch gerne zeigen. Ich bin mal gespannt, ob das meinen Raum aushält, weil eigentlich brauche ich dafür schon ziemlich viel Platz. Ne?
Ich habe jetzt 2 Tage ausgesetzt, ansonsten habe ich jetzt ein paar Tage am Stück den auch jeden Abend verwendet und habe dann auch immer so ungefähr 15 Minuten gehulert, nennt man das ja. Ich verlinke euch den hier mal auch in der Infobox, weil der echt gut ist. Das war auch irgendwie Amazon's Choice und das hat mir einfach gut gefallen. Und ich habe mir auch so ein paar Hula-Videos schon dazu angeguckt, aber die demotivieren mich ehrlich gesagt eher, weil ich das einfach nicht so gebacken kriege, ne? Also ich versuche es immer wieder und er fällt mir auch ein paar Mal runter, aber ich kriege das schon hin, dass ich so ein bisschen schon eine Weile durchhulern kann. Aber es ist schon anstrengend. Und wie gesagt, ich habe 2 Tage ausgesetzt, weil meine Hüfte halt komplett blau war. Ein bisschen Rückstände habe ich noch davon, aber das ist wohl normal, habe ich gelesen, dass es bei den ersten Versuchen halt passiert, weil du hast halt in diesem Reifen diese, ne, das hier. Das ist natürlich hier außen drum zu mit Schaumstoff und so, aber das hier ist halt wirklich hartes Plastik, ne? Und das knallt dir dann die ganze Zeit auf den Hüftknochen und das kann einfach dann, ne? Aber lass dich davon nicht abschrecken, habe ich gelesen. Okay, ich lasse mich davon nicht abschrecken, aber ich sollte dann schon 1-2 Tage mal pausieren oder 2-3 Tage, dass das Blaue dann weggeht, weil sonst tut es halt einfach weh und das möchte ich nicht so gerne. Ich möchte Sport machen, ja, aber ich möchte nicht, dass Sport Mord ist. Also es soll mir nicht wehtun. Ich möchte da Spaß dran haben und ich möchte in Zukunft einfach regelmäßig hulern, einfach um meinen Rücken zu trainieren. Also ich möchte das nicht machen, um Sixpack oder sonst was zu kriegen, sondern ich möchte mein Rücken und meine Bauchmuskulatur stärken, damit ich keinen Bandscheibenvorfall oder sowas bekomme. Ne? Weil das ist halt meine Berufsgruppe, also Büroleute sind da halt prädestiniert für sowas zu bekommen und da habe ich keinen Bock drauf. So, ja, und ich würde sagen, ich zeige euch mal, was ich da mittlerweile schon mitmachen kann. Es ist noch nicht viel, Leute, ne? Erwartet nicht das Allermeiste, aber ich gebe mein Bestes. Ich habe extra eine Jogginghose an, aber ich glaube, dass die sogar noch ein bisschen zu, eigentlich müsste man dazu eine richtige Leggings oder sowas anziehen. Ich glaube, ich habe hier echt Platzprobleme gleich, ne? Mal gucken. Ja, das ist ein bisschen eng hier. Okay, es ist ein bisschen eng hier. Aber ich kann schon mal ein bisschen hulen. Das ist doch schon mal was. Ich habe auch noch was gelernt. Ich gucke mal, ob ich das jetzt auch noch hinkriege. Nee. Und zwar dieses Hochkicken. Das kann ich noch nicht so gut. Was man diese Bewegung macht. Und zwar entweder ausbreiten oder über den Kopf, was man jetzt hier nicht sehen kann. Nee, Mist. Oder so überkreuzen und dann die Schultern anpacken. Jetzt hoch, hoch. Ich bin keine Hula Queen. Oder, genau, also so machen. Oder so machen, aber das weiß ich nicht, ist auch irgendwie unangenehm. Genau, also das sind so die, wo man mit den Händen hin kann. Oder halt diese betenden Funktionen, ne? Funktion vor allem, Stellung. Und ich habe gelernt, dass ich das besser kann mit dem Hulern, wenn ich keine Schuhe anhabe. Ja, okay, weiter geht die wilde Reise. Und zwar habe ich von Huch Purish etwas zugeschickt bekommen. Echt so geil. Ich durfte mir was in deren Online-Shop aussuchen. Also vielen Dank an das liebe Purish-Team. Ich finde es so geil. Mit dem Code Claudiesfeld15 sparst du 15%. Hier ist der Code. Ja, ist ein Affiliate-Code. Oder hier. Ich weiß nicht, wo ich den einblende. Oder hier. Irgendwo blende ich den ein. Ja, ich bin ein bisschen außer Puste. Genau, damit sparst du 15% auf deine Bestellung, auf ausgewählte Marken, also auf fast alle Marken mittlerweile. Die nehmen da immer mehr Marken auch mit rein, die das dann betrifft. Genau, und jetzt zeige ich euch mal, was ich zugeschickt bekommen habe. Ein PR-Paket, was ich von denen gekriegt habe, ist leider verschütt gegangen, beziehungsweise nicht verschütt gegangen. Das war halt zu diesem Schneechaos, ne? Da war auch ein anderer Briefträger da und das kam zurück.
zu dehnen, leider. Ja, deswegen ist es leider nicht eingetroffen bei mir. Aber ich habe es jetzt zugeschickt bekommen. Und hier haben wir dann einmal die ganzen Produkte. Und die werden safe jetzt demnächst mal mit euch zusammen auch ausgetestet. Und ich freue mich schon richtig drauf. Einmal habe ich hier ein Kettchen bekommen. Hey Beauty, wir freuen uns, dass du in unserem Shop etwas Schönes gefunden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit den Produkten. Liebe Grüße, Tatjana. Das ist das Kettchen, was man immer bekommt, wenn man dort bestellt. Ich bestelle da ja auch dort einfach so, ne? Genau, da habe ich einmal hier drin ein Pinselset von Spectrum. Das ist die Zodiac Six-Piece Eyebrush Collection. Und das finde ich mega, mega ansprechend. Ich bin ja so ein Fan von diesen ganzen Sternzeichen-Geschichten. Und ja, das ist einmal so ein Täschchen, was ich praktisch finde. Ich werde die Pinsel aber wahrscheinlich ganz normal in meinen Pinselaufbewahrungsbewahrungen aufbewahren. Und es ist nicht nur ein sechsteiliges Set, sondern im Prinzip ein siebenteiliges, weil ein Pinsel hat hier unten noch ein Spoolie dran. Ne? Das ist der Augenbrauenpinsel, das heißt, der ist halt zweiteilig. Und du hast halt hier diese Sternchen. Ist das nicht schön? Oh, ich stehe drauf. Ja, und dann hast du hier einen Smudger-Pinsel, damit kann man super schön so Schimmerpigmente auftragen. Einen fluffigen Blender, noch einen fluffigen Blender, der aber irgendwie, der hier ist rund oben und der ist gerade oben. Dann ein Detailed Blender, dann einen ganz, ganz feinen, sehr, sehr fein und sehr fest gebundenen Lidschattenauftragepinsel. Und damit kann man dann auch feuchte Lidschatten auftragen oder eine Cut Crease ziehen. Dann hier nochmal so einen Augenbrauenstift oder Eyeliner, wie man das auch machen möchte. Und hier hast du dann nochmal den Spoolie unten dran. Mega. Also das finde ich richtig schön. Da freue ich mich drauf, das zu verwenden. Und das werde ich verwenden mit einer Lidschattenpalette, die ich hier auch drin habe. Und zwar habe ich hier die Mitchell-Palette, Made by Mitchell. Und das ist seine, ja, ich sag mal eher erdige Palette, wie man sieht. Das ist so ein bisschen in diesem, oh Gott, wie heißt das nochmal? Tarn-Style oder so? Aber ja, das passt zu meinen grün-braunen Augen einfach wie Arsch auf einmal, Leute. Genau. Die schaut so geil aus. Guckt euch die mal an. Da haben wir natürlich auch ein paar Pop-of-Colors mit dabei, die so ein bisschen aus dem Farbschema rausspringen. Jetzt hier das Lila zum Beispiel, was mega geil mit meinen Augen laufen wird. Ne? Genauso auch dieses hier. Dann habe ich hier dieses geile, geile Rot mit bei. Richtig schön. Also da freue ich mich drauf, echt viele und schöne Looks mit euch zu schminken. Großer Spiegel, ja moin. Und ja, ne, richtig geil. Das ist die Palette, die eigentlich schon vor Wochen und Monaten hätte ankommen sollen. Aber ja, das Schneechaos hat es leider nicht zugelassen. Vielen Dank, lieber Petrus, an dieser Stelle. Außerdem befindet sich in diesem wunderschönen PR-Paket von Dominique Cosmetics der neue Bleu and Moisture Primer. So geil. Ich habe von Dominique Cosmetics jetzt schon eine Lidschattenpalette, die ich sehr, sehr gerne mag. Die Lache 2, die habe ich mir mal geholt. Oder hatte ich die sogar im PR bekommen? Nee, die habe ich mir tatsächlich mal bestellt. Und ja, ne, die Primer und die, das Fixing Spray, das habe ich auch immer wieder bei verschiedenen YouTubern gesehen. Und oh, das musste ich einfach, ne? Hätte ich mir sonst auch gekauft tatsächlich. Das hatte ich auch schon im Warenkorb liegen. Und dann habe ich aber die Anfrage bekommen, ob ich das nicht sowieso testen möchte. Also gerne. Das hat einfach gut gepasst, Leute. Das muss alles, wie gesagt, noch getestet werden. Und ich bin da ein bisschen ehrfürchtig. Ja. Ich könnte diesen Haul auch fast den Ultra-Pinsel-Haul nennen, denn ich habe hier noch ein Pinselset in PR zugeschickt bekommen. Und zwar ist das das Rosenset, das Ruby-Set von Nabla. Erstmal in so einem schönen Glitzertäschchen. Und dann haben wir da dran die Pinsel. Das sieht so schön aus. Und das sind halt so Augenpinsel, ne? Mega geil. Also die, das obere erinnert mich total an die Pinsel aus der Catrice und Essence Sister Love LE. Aber das hier ist definitiv hochwertiger. Genau. Oh, vom letzten Sommer müsste das gewesen sein. Oh. Ja, das probieren wir zusammen aus. Da habe ich extrem Bock drauf, Leute. Außerdem habe ich hier noch eine ganz krasse, ich sag mal, Eyeliner-Palette bekommen von Suva Beauty, die UV Taffys Palette, das ist diese hier. Das heißt, theoretisch bei Schwarzlicht und so müsste die ja dann auch so ein bisschen leuchten. Ne? Da kann man sich dann auch schön was Grafisches aufs Gesicht geben. Und das sind einfach fünf extrem krasse Farben. Da kannst du auch Bodypainting und sowas mitmachen, ne? Wenn man möchte. Die muss man sich so ein bisschen anfeuchten und kann dann damit arbeiten.
sind das nicht geile Farben? Also ich stehe voll auf das Pink. Bubble Butt heißt das übrigens. Finde ich mega. Also das wird eine aufregende Kiste. Damit kann man jeden Look einfach so aufpeppen. Spiegel hast du damit bei und ja, das müssen wir ausprobieren, Leute. Wahrscheinlich sogar zusammen mit der Mitchell Palette. Ich glaube, das könnte eine gute Kiste werden. Oder mit der hier. Da habe ich nämlich von Dominique Cosmetics die kleine neue Palette, die es jetzt auf dem Markt gibt. Das ist die Pigment Palette. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Name ist. Hast du überhaupt einen Namen? Never apologize for being a powerful woman. Das finde ich schon mal sehr geil. Ist, glaube ich, auch passend zum Weltfrauentag rausgekommen. Die ist ja richtig hammerschwer. Also, die sieht geil aus. Das ist so ein, weiß ich nicht, von der Optik erinnert mich das so an so ein Wackelbild, aber es ist kein Wackelbild. Das ist ja geil. Don't be a lady, be a legend. Get it, girl. Born to make history. Da haben wir 6 verschiedene Farbtöne drin. Die sind ja cool. Hammer. Boah, ist das schön. Ist das schön? Also den im Inner Corner und du beamst sie alle weg. Wahnsinn. Ja. Mhm. Ist auch ein schöner Topperton. Ich sitze jetzt ein bisschen weit weg, weil dieser Karton so groß ist. Also das ist Hammer. Da freue ich mich drauf. Also danke, Purish, ne? Ohne Witz. Das ist so geil. Dann habe ich hier den Gloss mit drin. Hydrating Lip Gloss Balm steht hier drauf. Das ist dieser hier. Geile Verpackung. Also da stehe ich gerade extrem drauf. Also da gehe ich. Also Peach Tea ist hier die Farbe. Pfirsichtee. Der ist schön. Guck mal. Das mag ich gerne leiden. Oh, ich habe noch ein bisschen Lippenkram auf meinen Lippen drauf, aber. Oh, weich. Ihr seid ein bisschen weit weg. Aber mega, mega weich, mega soft, angenehm. Keine Fäden, weiße Zähne. Das ist mega geil. Das ist mega krass und nicht selbstverständlich, ne? Das ist so geil. Also danke, Purish. Wahnsinnig geiles Paket. Ist jetzt ein bisschen mehr drin gewesen, weil ja tatsächlich was verloren gegangen war, beziehungsweise zu euch zurückgekommen ist, ne? Aber Wahnsinn. Danke. Ja, heute kam ein riesengroßes Paket bei mir an und ich wusste erst gar nicht, wo das herkommt, weil da auch kein wirklicher Absender drauf stand. Und ja, dann habe ich das aufgemacht und habe da ein sehr schönes, buntes Gedöns drin gesehen. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem Osterset Frühjahrserwachen. Das hat 12,99 Euro gekostet und da weiß ich tatsächlich schon, was da drin ist, weil das habe ich mir explizit ausgesucht und das ist immer so schön gestaltet, ne? Also ja, Badefee habe ich auch schon mal Produkte zugeschickt bekommen, zum Beispiel ein Deo, ein festes, was ich richtig gut fand und auch ein Duschgel, fand ich auch sehr, sehr schön. Und jetzt mache ich hier mal das Kästchen auf. Das ist schon, ne, sehr schön eingepackt. Das wollte ich nämlich gerne, weil heute ist noch vor Ostern. Ihr werdet den Haul nach Ostern sehen. Heute ist der 27.3. Das wollte ich gerne meiner Stiefmama ist das, ja, zu Ostern schenken. Oh, und hier sind halt so 4 Badekugeln drin. Ich liebe es, wie unfassbar ansprechend Badefee die Produkte gestaltet. Ohne Witz jetzt. Das sieht nämlich aus, als wären das kleine Cupcakes, wo du reinbeißen möchtest. Da haben wir hier einmal diesen hier. Der sieht aus wie ein richtig krasser Donut. Dann habe ich hier so eine Badekugel. Und da ist auch ein Schmetterling mit drauf. Oder mehrere vor allem. Und so Perlen. Hier so ein kleines Osternest quasi als Cupcake. Ist wunderschön und sicherlich als Geschenk auch eine ganz tolle Nummer. Wir selber haben ja keine Badewanne, aber sowas ist halt einfach ein ganz tolles Set, um es zu verschenken, finde ich, ne? Deswegen, ich finde es cool. So, 2 Sachen habe ich mir dann noch geholt. Einmal Platz für Neues. Das sind 5 Produkte, die da einfach jetzt lose mit im Karton waren. Die zeige ich euch jetzt auch mal. Ich weiß natürlich nicht, was die Originalpreise davon sind. Das Platz für Neues Set hat mich gekostet 14,99 €. Das ging, finde ich, ne? Da habe ich einmal so eine große Badebombenkugel. Die ist so gelb und hat dann so silberne Streifen drauf. Sehr schlicht. Ich glaube, dass es eine Seife ist. Das muss ich aber nochmal gucken. Die hatte ich aber tatsächlich auch schon im Shop gesehen und die fand ich sehr ansprechend.
Da weiß ich noch nicht, ob ich die verschenken werde oder ob ich die für mich behalten werde, weil die sicherlich nach Rose riechen wird. Ja, und ich liebe Rose. Und ich verwende in letzter Zeit halt auch sehr, sehr häufig Stückseifen, ne? Deswegen. Ja, und dann, das fand ich ein bisschen schade. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wenn man dieses Set bestellt, dass man da vielleicht auch irgendwie so mal ein Cremedeo oder Körperpflege oder sowas mit dabei hat. Waren tatsächlich nochmal 3 Badefisser mit dabei. Das ist halt auch richtig schön, ne? Das ist so ein Stück einfach. Das sieht man jetzt hier oben leider nicht so gut. Also ich bin da gerade tatsächlich ein bisschen nicht so gut gelaunt über die Sachen. Ja, und dann habe ich hier noch so eine Kugel, die ziemlich genauso ist wie die Kugel aus dem Frühjahrserwachen-Set. Auch nochmal genau diesen Cupcake drin, ne? Ja, naja, egal. Dann habe ich halt theoretisch nochmal ein Set, was ich dann irgendwem verschenken kann oder halt einzeln verschenken kann. Aber das war ein bisschen ärgerlich. Okay, als letztes habe ich die Badefee-Überraschungstüte und da erwarte ich jetzt mir ein bisschen mehr von, weil die hat 24,95 € gekostet und war somit das teuerste aus meinem ganzen Einkauf dort. Ich habe da ganz schön viel Geld gelassen, wie ihr merkt. Und ja, da hoffe ich natürlich, dass hier auch was richtig Cooles drin ist. Einmal ein bisschen Verpackungsmaterial, dann gib alles außer auf. Das finde ich süß, kann man auf jeden Fall dann auch als Karte so nehmen. So, okay. Als erstes, interessant, habe ich hier ein Säckchen, was ich natürlich total praktisch finde, weil ich habe jetzt, tada, auch des Öfteren schon feste Duschprodukte oder Haarwaschprodukte mal so verwendet und fand das immer ein bisschen schwierig, wie man die halt aufbewahren kann. Und hier hast du halt wirklich so ein Seifensäckchen. Das finde ich ganz nice. Ich weiß nur nicht, ob das als eigenes Produkt hiervon zählt. Das hier, ja, Beauty Mix Set 4-in-1. Huch, hier ist gerade irgendwas rausgeflogen. Das ist, ja, so ein Maskenset. Für mich persönlich ganz praktisch, kann ich eigentlich auch weiterverwenden. Ne? Dann hast du hier ein Pöttchen, dann hast du einen Pinsel, womit man halt so Masken auftragen kann. Du hast einen Spatel mit dabei, Messlöffel in verschiedenen Größen. Eigentlich ganz nice, aber ja, haut mich das um? Nein. Ich hätte lieber andere Produkte drin gehabt, um dann halt mehr aus dem Sortiment testen zu können. 5 gepresste Tuchmasken, das finde ich interessant. Kreiere deine eigene Tuchmaske. 100% Baumwolle, einfache Anwendung. Da weiß ich echt noch nicht. Das kann man dann, kann man das in dem Set damit reinpacken? Also in diesem Plastikgedöns, das weiß ich nicht. Tiefenwirksame Pflege. Trockene Tuchmaske in Wasser tunken, bis sie sich voll entfaltet hat. Je nach Hauttyp eine Natura Cosmetica Ampulle oder Serum dazugeben und die Tuchmaske anschließend, ach so. Ach so, was ist das? Okay, das ist hier einfach so eine, ja, sowas hatte ich schon mal öfter. Da kannst du ja mit reinmachen, was du möchtest, ne? Ach so, das kannst du sogar, wenn du ganz hart drauf bist, das habe ich halt auch mal gemacht, als ich diese kleinen Dinger hatte, komplett, also einfach in so ein Pöttchen geben und dann komplett auch das Serum da drüber machen, ne? Dann nimmst du natürlich kein mega teures Serum, weil das wird dann ein bisschen krass, oder halt eine Ampulle oder sonst irgendwas und dann saugt sich das richtig damit voll und hast du nicht das Wasser, was da drin ist, sondern halt ausschließlich das Serum und ja, ne? Ja, ist ein süßes Gimmick. Was ist das? Rich Skin Solution Wirkstoffkonzentrat 10 ml. Eine ausreichende Menge auf betroffene Hautstellen einmassieren. Ideal geeignet für die Natura Cosmetica Tuchmasken. Okay, das kann man dann damit verwenden. Ja, ist irgendwie ganz nice, dass es damit dann jetzt in Verbindung kommt. Komm, jetzt sind wir mal nicht päpstlicher als der Papst. Das gehört zusammen und das funktioniert zusammen. Deswegen finde ich das irgendwie doch ganz cool, dass es damit drin ist. 24,95 € habe ich halt echt bezahlt, ne? Das sind 3 Produkte. Das Säckchen zählt als ein Produkt und dann habe ich hier das 5. Produkt. Ne? Ja, Pfirsich und Mango, cremige Seife mit Bio-Shea-Butter und Mandelöl. Das ist hier das Seifenstück. Und das kannst du als ganz normale Handseife verwenden und wahrscheinlich auch für den Körper, oder? Die dann halt hier auch perfekt reinpasst. Deswegen passt das auch zusammen. Da hat sich jemand wirklich was überlegt. Sie guckt rein und hofft, dass da noch was dran ist. Ja, werde ich verwenden. Hätte ich aber nicht 24,95 € für ausgegeben. Das ist, naja, aber manchmal hat man Glück. Manchmal funktioniert es dann halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber irgendwie bin ich von diesem kleinen Haul hier ganz schön enttäuscht.
kommen wir zwischenzeitlich mal zu einem kleinen Stilbruch zu Beauty. Und zwar habe ich von Danny Pelletier etwas zugeschickt bekommen. Denn der liebe Danny hat gesehen, dass ich auf meinem Instagram-Profil das ein oder andere Buch von ihm reviewed habe und dazu meine kleine Rezension geschrieben habe. Und er hat sich einfach mega darüber gefreut und hat mich gefragt, ob er mir vielleicht eine Kleinigkeit zukommen lassen könnte. Einfach so als kleine Dankbarkeit. Und ja, da ich schon alle Bücher von ihm halt habe, die ich mir einfach in meiner einfachen Fanliebe bestellt habe, um das mal so zu sagen, hat er mir ein alternatives Paket gepackt und ich habe mich so drüber gefreut. Ich habe das noch nicht, also ich habe die Briefe, die er mir geschickt hat, die Siegelbriefe, ich habe sie noch nicht aufgemacht. Das heißt, ich weiß nicht, was hier drin steht. Ich bin sehr gespannt und ja, werde sie dann tatsächlich auch mir zu Gemüte führen. Aber was mich am allermeisten gefreut hat, ist, dass er mir noch eine kleine Karte dazu geschrieben hat. Liebe Claudi, vielen Dank für deine tollen Buchvorstellungen. Als kleinen Dank schenke ich dir zwei Geheimnisse. Es sind Siegelbriefe mit zusätzlichen Infos. Alles Liebe, Danny. Und der hat mir ein Herzchen draufgemalt. Danke, Danny, und super, super gerne. Deswegen hätte das echt nicht sein müssen, aber ich finde es super, super lieb, dass du mir die zwei Siegelbriefe geschickt hast. Und ja, ich werde sie mir dann heimlich durchlesen. Das sind Geheimnisse. Und was ich halt auch so geil finde, die sind halt wirklich versiegelt, ne? Das ist so ein Backsiegel. Und da hat er wirklich da mit so einem Siegel so eine Krone reingemacht. Das finde ich geil, ne? Finde ich sehr geil. Ich liebe solche Oldschool-Sachen und ich hätte gerne tatsächlich auch so einen richtigen Siegelring. So einen Familiensiegelring oder so, dass man einfach so richtig exorbitant krass Briefe schreibt und dann mit seinem... Oh, stehe ich drauf. Ich mag solche alten Filme auch gerne. Okay. Dann hatte Beauty Bay eine Aktion und zwar ging es da um deren neue Hautpflegelinie und da hatten die halt an die Influencer, die halt da an dem Partnerprogramm teilnehmen, eine E-Mail rumgeschickt und gefragt, ob man sich da für die Produkte interessiert, ob man die vorstellen möchte. Und ja, da habe ich einfach drei Produkte denen genannt, die ich ganz interessant finde, die ich gerne mit euch auch hier mal zusammen testen möchte. Und ja, das werde ich demnächst auch machen. Und jetzt sind sie halt eingetroffen, deswegen zeige ich die euch mal. Das ist einmal The Facial Cleansing Brush. Auch dazu packe ich euch mal die Links in die Infobox. Ich versuche alles, was ich euch zeige, zu verlinken. Manche Sachen sind Affiliate-Links, die kennzeichne ich mit einem Sternchen. Fand ich so interessant, weil der so günstig war. Das ist nämlich wirklich so ein Ding, was auch vibriert und so. Und ich meine, jetzt mal ohne Witz. Wir kennen die doch mittlerweile so ein Stück weit, ne? Aber für den Preis fand ich das einfach mal interessant, dass man das vergleichen kann. So zum Beispiel mit meinem PMD-Gerät, ne? Warum eigentlich nicht? Man kennt ja auch von Foreo zum Beispiel diese Cleansing-Viecher fürs Gesicht. Da hatte ich auch schon mal welche in Anwendung gehabt. Ja, genau. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Und hier auf der Seite hast du auch noch so Lamellen. Damit kannst du dann auch nochmal massieren. Und das ist halt vibrierend und zum Einarbeiten von einem Reiniger. Hier hast du das Kabel drin und ein Täschchen. Das finde ich ganz hübsch. Und ja, das wollen wir mal zusammen ausprobieren. Des Weiteren habe ich mir, und da hätte ich nicht gedacht, dass das so groß ist, Skin Fixer Clay Mask, Clay Blend und PHA. Ja, um die Haut, also für normale, ölige und Mischhaut ist das. 90 ml sind hier enthalten. Das ist cruelty-free und vegan, also tierversuchsfrei und vegan. Ja, ganz ausgewählte Inhaltsstoffe, einfache Formulierung. Du hast ja auch wirklich keine, guckt euch mal, wie klein diese Zutatenliste ist. Ne? Da steht nicht viel drauf. Sonst hast du gerne irre lange Zutatenlisten oder Inhaltsstofflisten. Und das ist da nicht gegeben, das finde ich gut. Du gibst dir das einfach auf dein Gesicht, das machen wir auch mal zusammen. Und 10 bis 15 Minuten lässt du es drauf, bis es halt getrocknet ist. Es ist halt so eine ganz normale, ja, Lehmmaske, ne? Lehmmaske. Und das kommt in so einem schönen Pöttchen. Die habe ich auch immer mal wieder bei denen auf der Homepage gesehen. Und fand ich auch sehr ansprechend. Und das ist 6 Monate haltbar, wenn man es geöffnet hat. Ja, kommt aus den Holländern, genau, aus den Niederlanden. Oh, das riecht nach so einer richtigen Schlammmaske. Schlammmaske ohne viel Rampampam. Also das riecht richtig neutral, ja, natürlich, erdig. Richtig geil. Finde ich echt cool. Ja, und das wollte ich mir mit euch mal zusammen drauf machen, dass wir das mal ausprobieren. Vorher werde ich mein Gesicht reinigen mit diesem Moped. Dann kommt die Reinigungsmaske drauf. Dann kommt das hier drauf. Blemish Stickers. Das ist gut.
Das finde ich auch witzig. Also ich mag gerne diese Viecher, die ich mir auf meine Unreinheiten klebe, weil nicht nur deswegen, damit die Unreinheiten verschwinden, weil das weiß ich nie so genau, ob das dann wirklich funktioniert, aber es hindert mich daran rumzuknibbeln. Und das finde ich immer sehr wichtig. Ja, da steht jetzt hier alles auf Englisch drauf. Tackling Breakouts, genau. Aber hier steht tatsächlich drauf, leave on, achso, for a minimum of 2 hours. Ja gut, ich lasse sowas nämlich immer gerne über Nacht oder halt, wenn ich im Homeoffice bin, über Tag drauf. Ne? Easy peasy. Und dann prümpel ich da nicht so dran rum. Und hier ist halt echt so ein richtiges Display. Da hast du richtig viele von drin. Das finde ich ganz cool. 72 Stück sind hier wohl drin. Und die werde ich mal ausprobieren. Die sind auch so ein bisschen uneben. Ja, cool. Ne? Genau, das werden wir dann mal machen. Das sieht auch hübsch aus. So ein richtiges Buch. Genau, und das sind dann halt die Pflegeprodukte von Beauty Bay. Wusstet ihr, dass Beauty Bay Pflegeprodukte hat? Ne? Also ich habe euch ja schon das ein oder andere dekorative Kosmetikprodukt hier vorgestellt. Zum Beispiel die Lippenprodukte oder das Fixing Spray. Aber dass sie eine Pflege haben, finde ich, wird auch gar nicht so mega groß publiziert. Und deswegen finde ich es interessant, wenn wir das ausprobiert. Und das Letzte, was ich in diesem Haul zeigen möchte, verbirgt sich in diesem wunderschönen Karton. Und das dürfte somit das teuerste sein, was ich mir so in der letzten Zeit gekauft habe. Ich habe sie bei Maxim gesehen. Ich habe sie bei Contra Junkie gesehen. Ich habe sie... Wo habe ich sie denn noch gesehen? Fräulein T hat die, glaube ich, auch. Und immer wieder habe ich mir gedacht, oh, bei Hattie habe ich die auch gesehen. Und zwar sind das die Pinsel von Letizia Lehmark. Und die hat jetzt, ja, ich weiß nicht, so eine Art, nicht Sale-Aktion, aber so eine Bundles-Aktion gehabt. Und dass halt die Pinsel im Set dann günstiger sind. Kommen bei einem an und sind alle einzeln verpackt. Ich habe mir sowohl das Set mit Echthaar bestellt, was so... Ja gut, ich habe auch noch Morphe-Pinsel und zu Eva, da dürfte auch ein bisschen was von Echthaar sein. Aber meine ersten richtigen Echthaarpinsel, meine ersten hochwertigen Echthaarpinsel, weil das ein teurer Pinsel, habe ich mir bestellt. Ja, ich bin ganz ehrfürchtig. Ich packe die jetzt erstmal aus. Die kommen halt auch in so Pinselschuhen oder in solchen Verpackungen, damit die Pinselhaare geschont werden. Und die sind so weich. Ja, also die mit dem... schwarzen hier und dem dunkelbraunen, mega schönen Holzstiel. Das ist einmal dieses Set hier. Dieses Set, etwas schöner zeigen. Das sind die Echthaarpinsel tatsächlich. Bin ganz ehrfürchtig. Und die kommen auch alle natürlich in so Pinselschuhen. Und ich glaube, dass das Ziegenhaar war oder so. Und ja, das fühlt sich extrem schön an. Oh mein Gott. Genau. Und dann habe ich mir noch das Synthetik-Haarpinsel-Set bestellt. Und ja, das ist dieses hier. Wahnsinn, oder? Ja, und die fühlen sich halt auch richtig weich an und auch richtig schön. Da sind auch Pinselschuhe mit dabei und so. Also vor allem für die Echthaarpinsel ist es wichtig, damit die nicht ausfransen. Und ich bin... ein bisschen glücklich darüber, weil ich habe mir gedacht, naja, man fährt halt nicht in Urlaub oder keine Ahnung, ne, hat sonst nicht so diese großen Ausgaben, wie auch immer, dann gönne ich mir das halt einfach und vielleicht auch als kleines Vorgeburtstagsgeschenk, 2 Monate vor meinem Geburtstag an mich selbst oder als kleines Ostergeschenk an mich selbst. Man weiß es nicht, aber ich bin auf jeden Fall super froh, dass ich jetzt auch diese Pinsel habe. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieser Haul hier wirklich so pinsellastig wird. Es tut mir leid, aber ich bin ein kleiner Pinselfan. Ja, ihr Lieben, das ist mal wieder ein etwas längeres Video geworden, wie so oft. Aber ich hoffe, es war abwechslungsreich für euch und ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank an die ganz, ganz lieben und wundervollen Kooperationspartner, dass ihr mir die Produkte zum Testen halt zuschickt, damit ich sie zeigen kann, damit ich sie reviewen kann, meine ehrliche Meinung vor allem auch dazu sagen darf. Das finde ich auch immer so, so wichtig. Und ja, vielen Dank an Danny für dein Dankeschön-Paket. Das hat mich sehr gefreut. Und ja. Ihr Lieben, das war es jetzt auch schon von mir. Schon. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls.
Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!